Leute, es geht weiter mit Pokémon und ich weiß gar nichts, aber ich sehe, ich bin bei Rocco. Dieser Kackbumbär, ich hasse ihn einfach. was ist denn los hier, Pokémon? Glumanda ist halb tot, Smedbo ist tot, Volti ist... hat keine Wirkung auf Onix. Was mache ich jetzt? Ich würde sagen, wenn wir einen Trank haben... Komm, Alter, ich schaff den. 10 Tränke, das passt, das passt. Geben wir Glumanda? Wie viel Schaden macht Onix denn bei uns? Felsgrab, ihn daneben, das ist gut. Ich werde hier mitten ins Geschehen geworfen, Alter. Was geht denn? So, Metallklaue. Hat sich ja schon einiges getan in zwei Parts. Fast den ersten Orden. Ich mach den ersten Orden jetzt, Leute. Das könnt ihr mir glauben. So. Tackle bringt nichts. Metallklaue. Ist ja easy gewesen. Komm schon. Bumbert, hättest du dir was Besseres einfallen lassen müssen. Also das war jetzt echt nicht schwer. Level 15. Kein Ding. Kein Problem. Ja, Rocco besiegt. Ich hab dich falsch eingeschätzt. Ja. Ich bin ja auch nicht mehr der, der vorher gespielt hat, du. So, Redfire erhält den Felsorden. Nice. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jetzt den Blitz einsetzen. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Redfire gewinnt 1400 Pokédollar. Yeah! Warte! Nimm das hier mit! Redfire erhält hier 39. Redfire packt hier 39. Ja, ist egal. Eine TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon aus, dem du eine TM geben möchtest. TM 39 ist Felsgrab. Der Gegner wird mit Felsen beworfen und unter ihnen begraben. Der Initiativewert des Gegners wird zugleich gesenkt. Ja, jetzt tschüss. So. Können wir denn jetzt schon rennen? Nee, noch nicht. Ich muss mir noch meine Turbo-Treter abholen. Das mache ich mal schnell. Der müsste eigentlich hier sein, der Kerl. Hier rechts irgendwo. War das hier? Ja, da ist er doch. Hä? Oh, Redfire! Ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen, also nimm es bitte. Redfire hat die Turbo-Treter von Assistenten erhalten. Redfire zieht die Turbo-Treter an. Das Witzige ist jetzt, Leute, ich weiß gar nicht, ob Hons, wenn er das spielt, das sofort merkt, dass man rennen kann. Ja, hallo Redfire, hier sind ein paar Turbo-Treter für meine geliebten Trainer. Denk daran, ich drücke dir stets die Daumen, gib mir auf, deine Mama. Ach, von meiner Mama? Okay. Also wir müssen den B-Knopf gedrückt halten und können dann ganz leicht rennen. Also erstmal ins Poké-Center. So. Und heilen. Das Gute ist ja, dass wir einen Pikachu haben. Ich will gar nicht wissen, wie lange Bumbär daran saß, um den zu fangen. Honze vielleicht. Keine Ahnung, wer den gefangen hat. So, Start. Pokémon. Ich hau mein Pokémon nach vorne. Nein. Die beiden anderen können sie selber trainieren. Nein, ich will, dass das Blutexo wird. So, raus hier. Und hier in Marmoria City ist nichts mehr zu tun, deswegen gehe ich. Obwohl, ich guck mal, was ich so... falsch. Mit hab. Trank gegen Gift geht klar, geht klar, geht klar. Okay. Ja, mach jetzt die Trainer ja da fertig. So. Was starrst du mich so an? Ja, sorry. Tut mir leid. War nicht Absicht. So, eine Herausforderung von Göre, Taubsi. So, Level 9. Ach du Scheiße, ist das billig. Glut. Yeah. Instant tot. Nächstes Taubsi. Mal was Neues. So, auch Blut. Müsste auch instant tot sein. Nein? Was war das denn?
Okay, da muss man noch einen Kratzer hinterher. So, besiegt. Du bist gefährlich. Ich weiß. So, hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Okay, okay. Ich werde erstmal Glumanda Level 16 machen. Und dann den Rest trainieren. So ein bisschen so nebenbei. Raupi. Raupi, Raupi, Raupi. Finde ich cool, dass wir schon ein Smetbo haben. Muss ich nicht diesen Kack Safgorn trainieren. So. Feuer ist Schwäche. Wir erhalten schöne EP. Und es kommt Hornliu. Noch ein Würmchen. Hauen wir auch so weg. Kein Ding. Okay, und jetzt müsste noch ein Safgorn oder Kokuna kommen. Ne, noch ein Raupi, okay. Okay, okay, okay. Glut und du bist weg. Ich glaube, diese Episode wird nur von Trainerkämpfen handeln, Leute. Mehr nicht. Wir wollen ja auch vorankommen. Attila, du hast mich wieder besiegt. Vorankommen und gleichzeitig leveln. Hey, Glumanda entwickelt sich. Oh yeah. Mein Pokémon ist das Beste im Team. Na, wer wird's wohl sein? Richtig! Glückwunsch, dein Glumanda wurde zu Glutexo. Ja, jetzt kann ich auch in Ruhe einen anderen nach vorne stellen. Ich nehme mal Pikachu. Den süßen Volti. Volti, Volti, Volti. Und kämpft gegen diesen Buben hier. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts. So ein Mist. Krass, dass die Dialoge von Rot und Blau einfach übernommen wurden. Ja. So, Radfratz Level 11. Volti Level 10. Donnerwelle. Erstmal ein bisschen paralysieren hier. Tackle, oh nein. Ach du Scheiße, macht das viel Schaden. Donnerschock. Schock. Du bist paralysiert, du darfst nicht angreifen, Mensch. Komm hier, Donnerschock. Boah, ich hoffe, wir leben jetzt noch. Jawohl. Komm, das schaffen wir. Volti, das schaffst du. Volti, ich glaube an dich. Du gehörst zwar nicht mir, aber ich glaube an dich. Nein. Okay, Rutenschlag, kein Ding. Siehst du, du kannst es. Ich helfe dir. Du kannst einen Ratzfatz alleine besiegen, ohne dass ich irgendwas einsetze, Trank oder so. So. Rettern. Komm, Rettern besiegst du auch. Den Egon machen wir fertig. Bedroher von Rettern vermindert Angriff. Ja gut, wir können eh nur Spezialangriff. Von daher ist das scheißegal, dass unser Angriff vermindert wurde. Verteidigung weniger. Oh, das ist schlecht für uns. Ich setze mal einen Trank ein. So. So. Oh, Wiederverteidigung vermindert. Das ist kacke. Ich mache damit mit Einschlag tot. Obwohl, er kann nicht nur Pfund. Ne, er kann Wickler und Tackle, glaube ich, auch. Aber er kann nicht angreifen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Zack. Wickel, ja. Wickel. Ach du Scheiße. Machst wohl Schaden. Aber egal, weiter geht's. Donnerschock. Nein, ein KP noch. Leute von heute. Jetzt geht auch tot. Jetzt geht auch tot. Volti muss Level 11 werden. Jawohl. Das geht doch gut. Versucht Ruckzuckieb zu lernen. Oh yeah. Das möchte er auf jeden Fall lernen. Und ich hau mal Heuler weg. 1, 2 und schwupp. Volti hat Heuler vergessen und Volti erlernt Ruckzuckieb. So, Egon wurde besiegt. Und ein bisschen können wir noch weiterspielen. So.
eine Göre, warum schaust du mich so fasziniert an? Wieso alle Mädels rummeckern, wenn ich die anschaue, Alter? Meine Fresse, ist doch egal. Solltest froh sein, dass sich überhaupt jemand anschaut. Mann. So, Donnerwelle. Immer gut, jemanden zu paralysieren. Ah, Tackle, komm schon. Ruckzuck gib, ich fang an. Bam! Nein, jetzt muss ich wieder einen Trank einsetzen. Ich setz keinen Trank ein. Ein bisschen Verschwendung ist es schon. Ich mach's mal mit Snapbo. Und hoffe, das kann schon Konfusion. Okay, es kann Konfusion, das ist gut. Aber Ratzfatz kann ich angreifen. So, und noch einmal hinterher. Und geschafft. Als nächstes Nidoran weiblich. Bleibe ich auch bei Smetbo. Ich weiß gar nicht, welches Pokémon wem gehört. Ob beide Hons gehören, ob beide Boombeer gehören, ob Smetbo Boombeer gehört, ob Pikachu Boombeer gehört, ich weiß nicht. Muss ich mal gucken, weil nach diesem Part darf ich ja endlich die anderen beiden Parts gucken. Part 2 und Part 3. Das finde ich cool. Das werde ich auch direkt machen, jetzt gleich nach der Aufnahme. So. Level 12, Smetbo. Leider ein weibliches Smetbo. Ich hasse weibliche Pokémon. Die können nix. Mein Spaß. Können wir was, aber keine Ahnung. So, machen wir mal. Machen wir mal. Smetbo nach oben. Und kämpfen gegen. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen. Gegen den Käfersammler, würde ich sagen. So, Gangolf möchte kämpfen. Okay, Gangolf. Sohn von Gandalf, nein. So, Konfusion. Müsste direkt tot sein, genau. Ist Schwäche. Einer von Hornios Schwächen. Kokuna ebenfalls. Du blöder Kokon, kannst gar nichts. Werd mal lieber zum Bibor und komm dann nochmal wieder, um zu kämpfen. Dann könnte spannend werden. Naja. So, gleich müsste auch unser Smetbo Level 13 sein. Ich sag bewusst unser Smetbo, nicht mein Smetbo. Ne? Ihr wisst schon. Wenn ich sage mein Smetbo, dann ist das eh falsch. So. Ich würde sagen, wie viel AP haben wir noch vollkommen? So ein 18 AP. Na komm, Tackle. Auch wenn Smetbo jetzt nicht so einen harten Körper hat, macht Tackle doch Schaden. Na, bei einer Raupe sowieso. Ach komm, Safgorn. Du kannst ruhig zwei Konfusions abkriegen. Yeah! Und ich sehe, ich muss den Part gleich beenden. Ich darf nicht wieder überziehen. Ich habe im letzten Part 5 Sekunden überzogen. Scheiße. Ich weiß auch gar nicht, wie lange genau ich jetzt schon aufnehme. Ich glaube so 15 Minuten. Ich muss schnell beenden. Versuch Giftpuder zu lernen. Oh ja, das muss er lernen. Ja, ich mache Härtner weg. So, 1-2 Shop. Ich weiß. Smetbo erlernt Giftpuder. I know. Und Spieler besiegt Käfersammler Gangolf. Mit diesen Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Ja, laber kein Ding. So, weg hier. Ich mach's wie immer. Das ist wie immer, wie letztes Mal. Gehe ins Pokécenter und heile die Pokémon und speichere dann ab. Sodass Hons direkt durchstarten kann. So, Hons. Dir wünsche ich viel Spaß beim nächsten Part. Euch Leute auch viel Spaß. Link wird verlinkt und bis dahin. Tschüss.